Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir wieder machen dürfen. Diesmal zum Thema die Textilindustrie, historischer Treiber für wirtschaftliches Wachstum. Wird es nach der Corona-Krise auch so weitergehen? Diese Frage werde ich mit Magister Lorenz Wied diskutieren, beziehungsweise Herr Magister Wied wird uns einen Vortrag halten, circa 20 bis 30 Minuten. Lorenz Wied selbst kommt aus einer Familie von Textilhändlern und er bezeichnet sich selbst als Textilist in fünfter Generation. Er ist Betriebswirt und Techniker und langjähriger Manager in dieser Branche. Und gibt aus dieser Perspektive natürlich auch in der Form eines Strategieberaters einen noch nie dagewesenen Einblick in die globale Bedeutung dieser Branche. Und eben natürlich die Brisanz der Entwicklung einer Industrie, die wir ja in Österreich, vor allem im Westen Österreichs, sehr prominent hatten, die mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist und ersetzt worden ist durch andere Unternehmen. Aber gibt es wieder ein Revival? Gibt es eine Chance dafür, für diese Industrie wieder zurückzukommen? Und Lorenz Wied wird uns jetzt darüber berichten und hat auch ein sehr interessantes, spannendes Projekt, das er uns vorstellen wird. Vielen herzlichen Dank. Lorenz, the floor is yours. Vielen herzlichen Dank und schönen guten Morgen, liebe Damen und Herren. Wie viel haben wir in der Konferenz? Wie viele Teilnehmer? Momentan hängt das Meeting nicht gut. Jetzt geht's wieder. Darf ich gleich nochmal unterbrechen? Lorenz, du bist live bereits, also schieß los. Die Teilnehmer sehe ich bei mir. Das sind jetzt einige Dutzend, die jetzt bereits angefangen haben. Und Okay, ich sehe das auch dann wunderbar. im Chat, wo ich dir die Fragen dann auch sehr gerne weitergeben werde. Und schieß los, bitte. Okay. So würde ich. Ja, schönen guten Morgen. Es freut mich außerordentlich, dass wir es auf diese Art und Weise doch hinkriegen. Wir haben ja begonnen, dieses Thema anzusetzen, bevor all das begann, was wir langsam jetzt auflösen. Ich glaube, Martin, wir haben ein technisches Problem. Entweder ist die Ja. Internetverbindung. Wir haben ein technisches Problem. Hallo, geht's jetzt wieder? Ja, Ich glaube, jetzt wir hatten ein geht's. kurzes technisches Problem. Also ich darf noch einmal dich bitten, Lorenz zu starten. Danke. Gerne. Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, jetzt mit Ihnen dieses Thema zu diskutieren, das eine besondere Brisanz bekommen hat durch die vergangenen Wochen. Was machen wir hier? Und ich darf Ihnen jetzt meinen Bildschirm freigeben. Ich habe einige Folien vorbereitet und möchte mit Ihnen teilen, was wir in den vergangenen 2 Jahren bearbeitet haben, weil es uns beschäftigt. Ja. Ich bin zwar seit über 20 Jahren nicht mehr in der Textil- und Bekleidungsindustrie operativ tätig, war das vorher fast 20 Jahre und berate aber jetzt diese Industrie immer noch. Und vor 2 Jahren haben wir beschlossen, in unserem Konsortium der Textilberater, das um die Welt geht. Ich kooperiere mit einem der letzten großen Textilberater. Die haben ihren Sitz in der Schweiz und haben gesagt, was passiert hier in dieser Industrie? Es gibt kaum eine Industrie, die derart geprügelt wird und beschimpft wird, was sie nicht alles Böses anstellt auf dieser Erde. Und dabei ist diese Industrie doch eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Industrie, die Agrargesellschaften herausführt und überführt in Industriegesellschaften oder aus der Agrargesellschaft herausführt.
Zu diesem Zeitpunkt ist gerade das Buch erschienen von Hans Rosling, Factfulness. Ich habe dieses Buch verschlungen wie selten ein anderes und einige Dinge dort entdeckt, die uns dann dazu bewegt haben, nicht nur mit denen zu arbeiten. Und Gapminder, da war hier toll, die haben auch die bereits vorhandenen Daten, die international nach Standards geprüft wurden, zur Verfügung gestellt und Daten aus der Industrie auch eingepflegt. Sondern die haben genau diesen Punkt auch gesagt, die Textil- und Bekleidungsindustrie ist eigentlich die wichtigste Industrie, um Unternehmen in bezahlte Jobs zu bringen. Wir haben das dann beschlossen, haben die Inclusive Impact Foundation gegründet. Mein Kollege Anton Schumann aus der Industrie, der Olaf Kranström, der bei Gapminder lange gearbeitet hat und ein Datenexperte ist und ein weiterer Industrieexperte aus Indien, und haben uns diesem Thema gewidmet, haben erstmals dazu publiziert vor 1,5 Jahren. Was hat diese Industrie so an sich und hinter sich? Ja, das ist ein Bild aus dem Jahr 1920 aus der Schweiz, aber das war in Österreich so, das war in Deutschland so, das war in England so, das war in Ägypten so. Man hat Kinder beschäftigt und das war völlig normal. Es war eigentlich noch viel intensiver, diese Maschine, die Sie hier sehen, ist eine Spinnmaschine und die wurden extra niedriger gebaut, dass sie von Kindern bedient werden konnten. Und heute nehmen wir uns als Menschen in industrialisierten, entwickelten Gesellschaften heraus und verlangen von Ländern, die heute um Hungerlöhne produzieren für uns, dass wir etwas anzuziehen haben, dass dort keine Kinderarbeit stattfindet. Das möchte ich so stehen lassen und gar nicht bewerten. Vor 100 Jahren war es bei uns so, dass Kinderarbeit völlig normal war. Was ist das für eine Industrie? In den letzten 15 Jahren hat sie sich verdoppelt, währenddessen der Gebrauch der Kleider sich nicht ganz, aber fast halbiert hat. Der Verbrauch an Textilienfasern ist von 1970 bis, ja, die Statistik hört bei 2017 auf, von 25 Millionen Tonnen, und das war fast alles Baumwolle damals, auf über 100 Millionen Tonnen gestiegen. Wir produzieren heute 100 Milliarden Bekleidungsstücke, also pro Kopf auf dieser Erde über 10 Stück neue Bekleidung pro Jahr. Wir wissen auf der anderen Seite, dass 50% von der produzierten Bekleidung eigentlich gar nicht nötig wäre. Denn 25% erreichen den Point of Sale, also den Laden oder auch den Online-Handel, die Leger der Online-Händler nicht. Und andere 25% verwirken ihre Lebensbestimmung nach 3 Stunden. Also wir schließen nach 3 Stunden ab und sagen, okay, es geht leider nicht. Wir haben das genossen und wir spenden es. Ja? Länder wie Haiti ertrinken in gespendeten Kleidern aus den USA. Die Bekleidungsindustrie ist dort kaputt. Es wird dort nichts mehr produziert. Ich möchte Ihnen jetzt hier ein Video zeigen, das wir gemacht haben. Das dauert etwas über 2 Minuten, wo wir die wesentlichen Daten zusammengefasst haben. Ich hoffe, das Video funktioniert gut.
Ich darf die wesentlichen Dinge herausgreifen. Und der Grund, warum diese Industrie nicht durch diese Perspektive betrachtet wird, liegt darin, dass wir eigentlich zu wenig verstehen und, was noch erstaunlicher ist, viel zu wenig wissen, wie sich die Welt entwickelt hat, wenn es um das Thema Armut und Entwicklung geht. Vor 100 Jahren haben wir 70% der Menschen in Armut gehabt, rund um die Welt. Heute ist es 10%. Also wir haben 100 Jahre gebraucht, um die Armut von 70% auf 10% zu reduzieren. Was bedeutet Armut? Armut bedeutet weniger als $2 verfügbares Einkommen pro Tag. Und heute leben ungefähr 1 Milliarde Menschen auf diesem Niveau. Ich gehe aber dann noch näher darauf ein und möchte nur noch zwei Dinge herausgreifen, was für eine Industrie die Textil- und Bekleidungsindustrie ist. Nur um einen Überblick zu geben, historisch ist es also die Industrie, die ersten Jobs gibt, wofür die Menschen Geld bezahlt bekommen. 1963 war das eine Industrie von 550 Billionen Dollar, also ungefähr eine halbe Trillion Dollar. 2000 waren das, Entschuldigung, das ist falsch. Nein, das ist falsch, da ist mir, Entschuldigung, ein Fehler passiert. Das waren Billionen 1963 und 2000 waren es dann Trillionen und das war ein Wachstum von 830%. In den letzten, also von 2000 bis 2017 ist die Branche dann gewachsen auf 1,7 Trillion Dollars. Das war wieder 400% Wachstum und in den letzten 3 Jahren ist diese Industrie nochmal gewachsen auf 2,2 Trillion Dollar. Also die amerikanische Einheit bitte hier zu berücksichtigen. Und ist damit die zweitweit verbreitete Industrie der Welt, beschäftigt 350 Millionen Menschen, 250 Millionen davon im Baumwollanbau. Also es ist eine wirklich große und vor allem wichtige Industrie. Und was Menschen nicht verstehen ist, was es bedeutet, und das ist, wenn wir hier aus industrialisierten Ländern in diese Länder schauen und sagen, okay, Armut, das ist furchtbar, was dort ist. Wir wissen aber nicht, was es bedeutet, wenn wir von $2 täglichem Einkommen auf 3, 4 oder 5 oder 6 Dollar kommen. Das ist nämlich eine massive Veränderung. Und das hilft eben diesen Ländern herauszukommen und darum strengen sich dies enorm an und erdulden diese Arbeitsbedingungen lange. Natürlich nicht alle, natürlich sind manche Arbeitsbedingungen dort unmenschlich, aber bei uns war das vor 100 Jahren sehr ähnlich. Hier eine Darstellung, die auch von der UNO und von der UNIDO verwendet wird. Ein Männchen repräsentiert eine Billion, also 1 Milliarde Menschen. Also auf Stufe 1 unter 2 Dollar pro Tag Einkommen leben circa 1 Milliarde. 3 Milliarden leben auf Level 2, also die haben zwischen 2 und 8 Dollar pro Tag verfügbar. Und das ist die größte Gruppe. Auf Level 3 zwischen 8 und 32 Dollar pro Tag leben 2 Milliarden. Und auf Level 4, das sind die Länder, die wir als industrialisiert bezeichnen, lebt 1 Milliarde. Das heißt, wenn hier auf Stufe 1 jemand sich ein Fahrrad leisten kann, um seine landwirtschaftlichen Produkte zum Markt zu bringen, ist das ein Riesensprung. Davor geht das nicht. Davor legen diese Leute alle Wege zu Fuß zurück. Und wenn es weitergeht, sie können sich dann Mopeds, Motorräder, Autos leisten und wir können fliegen auf Stufe 4. Diese Industrie hat einen Impact auf 10 der 17 Sustainable Development Goals der UNO und ganz besonders auf das erste Ziel, eben auf Reduzierung der Armut in der Welt. Hier im Überblick, wie lange haben die Länder, wir haben es im Video kurz gesehen, gebraucht, um aus der Armut zu kommen. China hat gebraucht praktisch von 1950, wo es in extremer Armut war,
bis 2018. Und das durchschnittliche Einkommen in China ist derzeit etwa 16.000 Dollar. Bangladesch hat, und das war auch interessant, nach dem politischen Wechsel dort von 1972 bis 2018 gebraucht, um auf Stufe 2 zu kommen. Indien von 1947, netto politischer Wechsel dort bis 2018. Türkei hat von 1923 bis heute die Entwicklung gemacht von damals $1,540 Einkommen pro Jahr auf 24.900. Und diese Länder haben unterschiedlich lang gebraucht. Was wir offensichtlich sehen, ist, dass politische Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle gespielt haben. Was bedeutet das? Hier nur einige Bilder. Ganz links Bangladesch in der Armut. Die Dächer sind nicht dicht, die Leute schlafen am Boden, bereiten ihr Essen mit offenem Feuer zu, mit allen Konsequenzen. Währenddessen, wenn man dann in China das Foto anschaut oder in Kambodscha, dort verändern sich die Dinge massiv. Auch ein gutes Bild ist, wie verändert sich die sanitäre Situation. Statistisch noch einmal hier gezeigt, eben 1900 waren 70% in extremer Armut, 1976 waren es nur mehr 50%, also die Hälfte der Welt 1976 hat immer noch in extremer Armut gelebt. Und das waren Länder Asiens, die roten Felder, das sind die Länder Asiens. Und 2017 haben wir, also von 76 bis 2017, haben wir dann weitere 40% geschafft, aus der Armut herauszuholen. Das Interessante ist, dass 1976, also heute ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Welt 70 und das war 1970 in Deutschland so und in der Schweiz und in Österreich war das 1980 so. Also wir hatten 1980 eine durchschnittliche Lebenserwartung von 70 Jahren, heute sind wir über 80. Und die Chinesen hatten damals eine durchschnittliche Lebenserwartung von 58. Wenn wir es also über 200 Jahre zeigen, dann haben wir uns 1800 ungefähr hier befunden, dass wir unter 40 Jahre Lebenserwartung hatten und ein durchschnittliches Einkommen, das uns eben nicht ermöglicht hat, aus der Armut herauszukommen. 1980 waren wir auf über 60 Jahre durchschnittliches Einkommen, Lebenserwartung und wir waren schon aus Level 2. Zur Hälfte waren wir schon aus der Armut heraus. Heute haben wir eine durchschnittliche Lebenserwartung von 70 und die größte Anzahl von Menschen bewegt sich also auf Level 2 oder 3. So. Jetzt sollte hier wieder ein Video funktionieren. Das ist im Zeitraffer, das ist jetzt aus der Datenbank von Gapminder, wie sich die Welt seit 1800 entwickelt hat. Und die Bubbles, die hier hochgehen, repräsentieren Länder. Die zwei großen roten ist China und Indien. Das große grüne ist USA. Die gelben sind Europa. So. Also wir sehen, es war ein langer Weg, wie sich die Welt entwickelt hat. So. China hat es geschafft, eigentlich 1995, indem sie sich als World's Factory positioniert hat und seit 1996, seitdem also der freie Import und Export von Waren möglich war, hat China eine rasante Entwicklung gemacht. Wir sehen hier die Kurve jetzt nicht dynamisch, sondern nur statisch, also 1978 hat es begonnen, da war es Systemwechsel, aber dann wirklich begonnen hat es 1995, das war hier und China hat eine der rasantesten Entwicklungen gehabt, die wir kennen. Bangladesch, eine ähnliche Entwicklung, hier 1973, da ging es dann mal schwer zurück, das waren die ersten bitteren Jahre nach dem Systemwechsel, aber auch dann hat sich Bangladesch kontinuierlich entwickelt. Was sind die wesentlichen Indikatoren, die wir angeschaut haben und die darauf hinweisen, dass ein Land sich entwickelt? Wir haben Lebenserwartung, wir haben Einkommen, wir haben Kindersterblichkeit, wir haben die Anzahl Kinder pro Familie. Das sind so für uns die wesentlichen Indikatoren. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Kindersterblichkeit
in Bangladesch von 1970, da hatten wir 270 tote Kinder pro 1000 lebend geborene Kinder. Und das ist zurückgegangen im Jahr 2014 auf 38 Kindersterblichkeitsfälle pro 1000. Also eine massive Verbesserung durch Sanitärbedingungen, durch medizinische Versorgung. In China war die Kindersterblichkeit von Haus aus geringer. Schule, abgeschlossene Volksschule. Ja? Das ist eines der ersten Dinge, das in Ländern sich entwickelt, wenn Einkommen kommt. Und Bangladesch ist hier besonders bezeichnend. 65% der Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsindustrie sind Frauen. Und obwohl die Frauen arbeiten, gehen die Kinder zur Schule und absolvieren die Volksschule. Also wir hatten hier 1981 unter 30% Kinder, die die Volksschule absolviert haben. Und hier 2011 bei über 70%. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Und das ist aber eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Ländern. Geburtenrate. Bangladesch 1981 gab es über 6 Kinder, klar, weil große, hohe Kindersterblichkeit war. Heute sind wir unten bei bei etwas mehr als 2 Kindern. Das ist fast schon Weltstandard. Ein paar aktuelle Entwicklungszahlen, was momentan abgeht. Bangladesch sehen wir insofern, wir sind dort mit einigen Organisationen in Kontakt, die hat es bitter getroffen, 25% aller Beschäftigten sind gekündigt worden, temporär oder auf länger. Es sind 40 Millionen Menschen dort direkt oder indirekt involviert in diese Industrie. Es sind 1150 Orders in Bangladesch storniert worden mit einem Wert von 3,8 Milliarden Dollar. Aber das Government hat auch ein Hilfspaket geschnürt, wie es auch in vielen anderen Ländern passiert ist. Was sagen die Medien? Die Medien sagen, dass dieses Virus eine halbe Milliarde Menschen wieder in die Armut zurückwerfen könnte und 40% davon leben in Ostasien und im pazifischen Raum. McKinsey sagt, dass 80% der börsennotierten Modeunternehmen in Europa und Nordamerika in finanzielle Not geraten und sie erwarten sogar, dass eine große Anzahl von diesen globalen Modeunternehmen in den nächsten 12 bis 18 Monaten in Konkurs gehen. Vietnam ähnlich schwer getroffen. Hier ein paar Bilder. Mitte März, ein generelles Bild, waren viele Länder noch nicht so massiv betroffen. Das Bild am 4. Mai, hier waren viel mehr rote Punkte. Man hat das hier, das hat ein großer Vendor in Asien gemacht und jeden Tag hier Informationen geschickt. Was ist passiert? Financial Stimulus, da sind also Pakete geschnürt worden. Am 30. März waren das schon einige. Ein Monat später konnte man sehen, wie hoch die Hilfspakete waren, in welchen Ländern und welche Möglichkeiten dort geschaffen wurden. Also es ist nicht nur so, dass in unseren Regionen das so ist, dass man also Hilfspaket geschnürt, auch dort etwas getan. Wie wird sich die Industrie entwickeln, was erwarten wir? Wir haben natürlich nicht die Kristallkugel, was wir aber erwarten ist, dass einige Kapazitäten aus Asien abgezogen werden und in die Länder zurückgehen, zumindest was kurzfristige Orders betrifft, in denen die Produkte auch gebraucht und verkauft werden. Wir haben ein extrem starkes Verlangen nach Transparenz in der Industrie, weil natürlich die Industrie, und da darf man nicht hier die Augen verschließen, eine enorme Umweltbelastung hat, obwohl Millionen von Projekten am Weg sind, aber es passiert immer noch zu viel und Menschen einfach auch an den Folgen dieser Umweltschädigungen sterben, einerseits durch giftige Dämpfe in der Arbeit, aber auch durch Verschmutzung der Gewässer.
Und was wichtig ist, und das ist interessant, die UNO ist hier auch wach geworden, auch die UNIDO ist hier inzwischen sehr gut bewaffnet und die Daten, die ich heute zeigen kann, sind bisher unveröffentlicht. Es braucht mehr Daten über diese Industrie, um nicht nur sozusagen einzelne und spitze Darstellungen zu bekommen, wie schlimm diese Industrie ist in einem bestimmten Land, in einem bestimmten Ort, mit einer bestimmten Familie. Das hilft weder der Industrie noch uns in der Wirtschaft und auch der Gesellschaft hilft es wenig. Was wir brauchen, ist mit Sicherheit ein Umdenken. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite. Wir können noch ein bisschen in die Datenbank reingehen, da kann man das dynamisch zeigen, was vielleicht ganz interessant ist. Lorenz, wenn du das jetzt noch machst in die Datenbank, dann wäre ich dir sehr dankbar und ich würde dann den Martin bitten, dass er mir die Chats zeigt, weil ich habe auf meiner Bildschirmeinstellung sind mir die Chats plötzlich verloren gegangen. Okay. Das passiert leider manchmal bei solchen technischen Themen, aber wir probieren das. Ja. Also hier kann man zum Beispiel zeigen, Education, Primary School Completion haben wir gesagt, also abgeschlossene Volksschule. Wie entwickelt sich das in Bangladesch? Müssen wir jetzt da ein bisschen was verändern. Man soll nicht eingreifen in die Dinge, aber es ist da erforderlich. Lorenz, geht's jetzt? Oder? Ja, es geht. Also, du kommst aus im Moment. Ja, das ist der Fluch der Datenbanken. Da kann man zu viel verändern, aber... Wenn man nur schaut, wie hat sich das entwickelt, ich stoppe das mal, ja, 1981 waren, wie gesagt, schon 49%, 1992 waren schon 49% der Kinder, die einen Volksschulabschluss hatten. Und dann schaut man nur, wie sich das entwickelt hat. Interessant, die X-Achse ist die Anzahl der Frauen in der Branche, die beschäftigt sind, und dann sieht man, wie das raufgeht. Obwohl die Frauen arbeiten, das ist oft ein Trugschluss, gehen die Kinder mehr in die Schule. Ja? Obwohl die Frauen arbeiten, bekommen sie weniger Kinder, oder weil sie arbeiten, bekommen sie weniger Kinder. Das hat aber weniger damit zu tun, dass sie arbeiten, sondern damit zu tun, dass sie ein Einkommen haben. Und Bangladesch beispielsweise war ganz vorne dran und gesagt, wir machen massive Kampagnen zur Empfängnisverhütung, zur Familienpolitik, weil natürlich 6 Kinder pro Frau, Punkt 1, schwierig waren. Und nachdem die Kindersterblichkeit sehr rasch runtergegangen ist, hat man dort eingewirkt. Ja. Lorenz, ich habe jetzt gleich 2 Fragen. Die eine ist, welche Innovationen dürfen wir von Österreichs Textilindustrie erwarten? Okay. Dass du mal gleich da eingehst drauf, bitte. Also die Innovationen, ehrlich gesagt, in technischer Hinsicht, ich beleuchte das aus 3 Perspektiven, technische Hinsicht ist durch. Also leider, die führenden Betriebe hier sind, einer der großen Betriebe ist vor 2 Jahren geschlossen worden. Ja? Also technisch haben wir hier nicht viel. Was wir erwarten, ist eine starke Verlagerung des Textil- und Bekleidungshandels in den Online-Handel. Ja, also wir sehen auch hier den stationären Handel massiv in einer kritischen Phase. Dort kommen kleinere Labels hoch, es kommen auch kleinere Einheiten, die sagen, okay, wir fokussieren uns auf Maßkleider mit besonders nachhaltigen Materialien. Das sieht man auch, ja, weil die Erkenntnis gekommen ist, nicht alles, was in Asien produziert wird, ist so günstig, wie es scheint. Wir haben schon Reshoring gehabt
vor 5 Jahren, dass Adidas 30% der Kapazität aus Asien abgezogen hat. Inditex, also Zara und Massimo Dutti und Co., die haben historisch nie mehr als 50% nach Asien vergeben. Die produzieren im Süden Europas und im Norden Afrikas, also im maghrebischen Raum. Ansonsten mit 3D wird experimentiert, mit Digitaldruck wird auch experimentiert, da entsteht was, also dass man rohweiße Stoffe dann bedruckt mit modischen Designs und dann auch hier fertig, das passiert auch. Das sind momentan noch sehr kleine Mengen. Wie sich das entwickelt, das werden wir sehen. Wir glauben, dass generell die Textil- und Bekleidungsindustrie jetzt einen langen Atem braucht. Und es wird einige erwischen. Super. Ich habe jetzt einige für die letzten paar Minuten, für die letzten 5 Minuten habe ich noch 3 sehr spannende Fragen hier. Die erste wäre, wie entsteht der Preis für ein 2-Dollar- oder ein 2-Euro-T-Shirt? Kannst du das gleich schnell beantworten? Also der Retailpreis. Der Retailpreis entsteht ganz einfach dadurch, dass einer dieser, und wir sprechen hier von den Fast Fashion Companies, sagt, okay, was geht, ja, wie viel können wir verlangen, was verlangt die Konkurrenz und wie viel können wir sozusagen in der Supply Chain herausquetschen, dass wir maximale Marge haben. Ja, und hier, was hier passiert, ist jenseits der Anständigkeit, also diese T-Shirts sind ein typischer Artikel, haben oft Aufschläge auf den auf die Herstellkosten von 1400%. Okay, gut. Und dann habe ich die letzten beiden Fragen kann man eigentlich kombinieren in eine, weil es Österreich betreffen. Da ist einmal die Frage, wie groß der Anteil der Textilindustrie bei uns ist, und zwar nicht nur der Bekleidung, sondern eben Sport- und Schutzkleidung. Und im Anschluss daran die Frage, welche Rahmenbedingungen, also Standortbedingungen, könnte die Politik für die Textilindustrie in Österreich schaffen oder verbessern, um sie wieder anzusiedeln? Also wie groß der Anteil der Industrie in Österreich ist, kann ich derzeit nicht fundiert beantworten. Auch nicht mit meiner Sport- und Schutzkleidung und so weiter mit berücksichtigt. Ich kann nur sagen, Sport- und Schutzkleidung hat noch eine Lebensberechtigung. Da wird noch einiges produziert in Österreich. Da gibt es Kapazitäten, aber auch Zulieferkapazitäten in Polen, in Russland, in Weißrussland, Rumänien, Bulgarien sind. Ja? Das ist also gehört eigentlich zum Nearshoring. Was brauchen wir Standardbedingungen, um die Textilindustrie in Österreich zu verbessern? Oder überhaupt wieder zurückzuholen. Ich meine, es haben ja einige große, wie du es ja auch gesagt hast, zugemacht in den letzten Jahren und das hatte ja seine Gründe. Also wahrscheinlich hilft nur Importzoll. Okay. Es ist also protektionistische Maßnahmen. Ja, weil einfaches Beispiel: Der letzte Spinnereibetrieb in Österreich war in Linz, die Linz Textil, ein Traditionsunternehmen, 175 Jahre alt, hat voriges Jahr die Spinnerei in Linz zugesperrt, weil die Garne aus der Türkei, interessanterweise die Türkei, um den Preis verkauft wurden, was das Spinnen in Österreich gekostet hätte. Er hat gesagt, wir waren einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Jetzt muss man dazu sagen, das waren Standardgarne. Chancen sehen wir bei technischen Garnen, da wächst die Industrie in Zentraleuropa. Ja. Schutzbekleidung, technische Textilien, da passiert viel und das ist sehr breit. Das geht von Textilien für Unterwasser bei den Offshore-Windparks, ja, muss man schützen vor Algenbewuchs. Das geht in Reifentextilien, das geht in viele Anwendungen. Da entwickelt sich was, da gibt es Patente, da gibt es spezielle Verfahren, keine großen Mengen, da ist Europa lebensfähig. Aber in Bekleidung, also ich bin normal optimistisch, aber der Zug, der Bahnhof, den würde ich offen halten, aber da muss massiv was passieren im Denken der Konsumenten. Das ist heftig.
Dann, lieber Lorenz, sage ich vielen herzlichen Dank. Sie sehen bei mir im Hintergrund das Charger Disruptive Innovation. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung für die neue Form der Textilindustrie, für diese speziellen Stoffe, Garne, Materialien, die also Hightech sind und die wir wahrscheinlich in Europa hoffentlich dann produzieren werden, um den Arbeits- und Wirtschaftsstandort zu erhalten. Aber Herr Magister Wied Baumgartner hat sehr viele Themen jetzt aufgebracht, die, glaube ich, für uns als Hayekianer und als Ökonomen der marktwirtschaftlichen Seite hochinteressant sind. Mit dem Namensfeld Armut, Reichtum, Armreich, beziehungsweise wie können wir alle aus der Armut herausheben, um eben nicht nur von $2 leben zu müssen, sondern eben Gott sei Dank von mehr und wie wir dieses Wirtschaftswachstum und diese Innovationen erreichen können. Ich kann nur sagen, stay tuned, freuen Sie sich auf unsere nächsten Online-Veranstaltungen, bleiben Sie gesund, bis demnächst im Hayek-Institut. Und danke noch einmal, vielmals, Lorenz Wied. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.